I'm fine, but we should get to Grail's site as quickly as we can. Genau. Ja, also irgendwas ist zwischen Sophie und Richard nicht so ganz, was da in Einklang rein. Irgendwie vertragen sie irgendwie nicht, die zwei Körper irgendwie. Das nächste Mal, ja, wir machen mal gleich, warte mal. Wo war ich denn jetzt? Ja, genau, der König wurde damals vergiftet. Deswegen musste Dings Richard zurück nach Hause oder so. Weil er, gut, man hat erst gesagt, er war krank, aber im Nachhinein hat man erfahren, dass er vergiftet wurde. Das konnte er damals noch gerade so überleben, wenn man so will, würde ich sagen. Und deswegen. Und diesmal ist es den Rittern, denke ich mal, dass damals die Ritter genauso waren. Diesmal ist es den Rittern halt gelungen, ihn wirklich zu ermorden. Ja, dasselbe Schicksal sollte eigentlich Richard auch erfahren. Nur leider ist bis jetzt nicht zugekommen. Weil wir jetzt getroffen haben und retten konnten. Jetzt kennt er ja. Und jetzt haben wir Richard quasi versprochen, ihm zur Seite zu stehen. I know I dragged you into this, but I can't do anything about the food situation right now. I'm very sorry. Oh no, it's not your fault at all. By the way, remember when you said the Knights assassinated your father? Are you sure about that? I know it's difficult for you to hear, but yes, I am. I'm no longer involved with them. Knight or not, Asbel, I am very happy that you are not counted among my enemies. Believe me, Richard, I have no desire to fight you. I wish I could have seen the Academy one last time. Perhaps we should take a little stroll to the Academy then. Maybe bring my uncle a little present? Hey, that's not what I meant. So ein ernstes Gespräch und so der war ins Lächerliche gezogen. Ja, ich habe gerade gelacht bei der Sache, ja, er würde Richard niemals bekämpfen. Naja, irgendwie kann ich verraten, das Versprechen wird er nicht einhalten können. Es wird irgendwann zum Kampf gegen Richard kommen. Im Laufe der Story. Aber mehr verrate ich euch nicht. Ich werde euch wieder verraten, wieso, weshalb und warum. Und wann. Weil, gut, wann kann ich sowieso nicht sagen, weil ich selber nicht weiß, wie lange das noch hier noch dauert. Und zurücklegen, aber. Legen wir zurück, so. Es ist ja nur kein großer Spoiler, wenn man das sagt, sag ich jetzt mal. Sag ich jetzt mal. Ja, gut. Ich halt muss erwähnt haben. Weil es gerade gepasst hat. Zu der Situation. Naja, geh weg. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht hin, merke ich gerade mal so. Geh weg. Und ich meine, das Spiel ist ja übrigens schon so lange draußen, dass man auch, denke ich mal, weiß, jeder, der das Spiel kennt, weiß, dass es... Dass es auch irgendwann zu Kämpfen mit Charakteren kommt, die man eigentlich im Spiel selber steuert, also zwischen zwei Hauptcharakteren, sage ich jetzt einfach mal. Feder erhalten. Das war bisher jedem Teil so. Irgendwann musste ich immer mal gegen... mit dem Hauptcharakter gegen den anderen Hauptcharakter antreten. Klingt doof oder so. Ja, ich weiß, es ist nicht richtig. Ist mir aber auch egal. Ich kann sowieso nicht lang. Muss ich ja sowieso zurück. Naja. Zumindest ist es in den aktuellen Spielen so. Die PlayStation 1 Titel kann ich jetzt nicht wirklich damit einbeziehen, weil ich sie nicht kenne. Geschweige denn die noch vor Titel, die SNES Spiele und so weiter. Die habe ich nicht so lange gespielt. They're so soft. Hey, Sophie, listen. I know I've made things difficult for you up until now. What? No, I'm fine. You still don't know who you are or where you're from. But I don't want you to worry about that.
I'll take care of you. Okay, but I'm not worried. But that's crazy. You have to be worried. What if you never find out where you belong? Oh, nee. Irgendwann wird sie ja schon davon. Hau ab, Mensch! Blödes Vieh. Ich kämpfe jetzt recht wenig, weil ich viel ein bisschen mehr von unserer Story bisher noch zeigen will. Weil wir haben ja letzte Zeit nicht so viel gemacht, wenn man so will. Deswegen muss ein bisschen was noch her. Würde ich mal so sagen. Weil, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur am Kämpfen sind, passiert nicht viel. Auf Dauer auch langweilig. Wenn ich zu schwach bin für irgendwelche Gegner oder so, sag ich mal. Irgendwann für die Gegner. Dann kann ich auch, sag ich mal, eine Trainingssession einsetzen und dann, sag ich mal, außerhalb von der Aufnahme ein bisschen trainieren. Kann ich euch noch ein bisschen erklären, was ich gemacht habe und so was zum Beispiel. Aber ansonsten. Let's Play dient eigentlich mehr, die Story so ein bisschen zu erzählen. So, da sind wir. Voller Hand. Nee, Wahlbrück, Quatsch. Quatsch, Wahlbrück, klar, an diesem Wahlbrück. Those two guards belong to my uncle. Okay. Is there another way around? I know of some other routes, but they all run through the capital. Schlecht. This is bad. We can't possibly return to Verona now. Nee, können wir nicht. Können wir schon, aber sollen wir nicht machen. Na, wer liegt denn da? Wer liegt denn da? Na, ist der nicht wach? sieht noch sehr verschlafen aus. Hm? Oh Gott. Die hat mich angefasst. Das hat mich angefasst. Ich hab sie angefasst. Please, wait, let me touch her again. Who are you? Who, me? I'm Pascal. It's nice to meet you. Oh mein Gott. Just what do you want with Sophie? Oh my gosh, I never thought I'd see a real one in person. It's like meeting a celebrity. See a real what? I said see, because I just saw her illusion a little while ago. Illusion? What are you talking about? Do you know something about Sophie? Ja, sie weiß mehr über Sophie. Well, yeah, I know all about her, but it's kinda hard to explain. It'll be faster to just show you. Come on, it's right over there. Sie weiß auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr über Sophie als wir. Das ist schon mal sehr gut. Die gute Pascal ist von meiner Meinung nach eigentlich eher ein männlicher Name, aber who cares? What is this? You can use this to just pshoo, right down to the underground ruins, you know? That's where the illusion is. There are ruins here? I know, right? I was totally surprised when I went down there, but boy was it something! Not having to deal with that stupid bridge was a nice bonus, too. Were there soldiers in the ruins? Nope, just me. What do you think, Asbel? Might as well take a look. We can't do anything here anyway. Plus, I'm interested in this illusion of Sophie. All right, that's good enough for me. You're coming? Awesome! Let's all go together. Awesome! You're coming with us? Natürlich, ich muss jetzt den Weg zeigen. I think she's offering to show us around the ruins. Genau, sie kann sich die Ruinen führen. Und garantiert noch ein bisschen was erklären. Hier, Pascal kann uns nämlich noch einiges, denke ich mal, erklären. Deswegen, guck mal
Look, you can touch me as much as you want. It's a totally fair deal. No. Asbel? Too bad! He's way over there! Do you think Archduke Cedric could be in league with Strahda? It's possible. My uncle had been handling the kingdom's foreign affairs for many years. With my father's ailing health, he had no one to answer to. So in other words, this alliance between Strahda and Want... Though it pains me to say it, it may have indeed been officially sanctioned by the crown. Okay. Ich glaube, die zwei Kerle haben andere Sorgen als unser Leo Pascal. Naja, oder bitte Sophie. Naja gut, es ist ja auch in dem Sinne wichtiger, wenn man so will. Erstmal interessiert sich ja wie dafür, wie es Land geht. Das ist ja seine Heimat, wenn man so will. Die Scheiße, wenn die natürlich. Es ja natürlich schlecht geht. Natürlich, oh Scheiße. Naja, sag mal so. Sag mal, da kommt noch was vor in der Sequenz, bevor ich hier anfange zu reden. Okay, warten mal ein bisschen. But we didn't move. How did we end up somewhere else? It's no big deal. It's just a little wobbly wobbly katang kind of thing. Ich kapier nicht. It's cool, right? Who'd have thought a huge place like this would be right under our toes? These ruins don't look like any place I've ever seen. That's because the Amarcians built them a long time ago. So of course they're gonna look different. The who? Yeah. The Amarcians. They're a tribe that left ruins like this all over the world. Are you some kind of archaeologist, Pascal? Hmm. Yeah, I guess. Something like that. But since I taught you something new, you should let me touch your friend. Come on, please? Don't touch me. Oh, you're no fun. Can we just go, please? Genau, wir müssen einfach gehen. Okay, was ich sagen wollte. So, gucken wir mal, ob ich das jetzt irgendwie endlich mal rausbringen kann. Ja, erstmal muss ich erstmal zur Ergänzung, das hier ist ein Teleport und kein Dingsgedöns, wie sie es auch mal genannt hat. Wir haben uns quasi teleportiert. In diese Ruine hier. Ja, und also sagen wir, der Pascal passt irgendwie sehr gut in dieses Spiel rein. Das ist irgendwie so, was soll ich sagen, so verrückt und so einfach nur so unnormaler Charakter für ein Spiel, aber auch gleichzeitig irgendwie cool. Ich mag Pascal. Sehr lustig. Die wird noch für sehr viele lustige Momente sorgen. Ich merke übrigens gerade, wir müssen mal Pascal ein bisschen mehr in der Strategie mit einplanen. Nee, der Gegner. Ich weiß gar nicht, was Pascal kann. Ja, ausgeglichen. Regelmäßig verteidigen, so. Weil nicht, dass wir irgendwie versagen, weil... Ich weiß nicht, was Pascal überhaupt drauf hat momentan. Ich hab noch nicht so viel... Ich sag mal, ich hab noch nicht so viel mit ihr gespielt, also ich weiß nicht, was sie drauf hat. Uah, da war was. Wie wiederholt sich das gerade, was wir gerade hatten? Aua! Wenn es so weitergeht, gehe ich bald down. Ich merke aber übrigens gerade, mir fehlt unser Heiler. Fehlt uns irgendwie. Die gute Sherry fehlt uns immer noch als Heilerin. Wir haben momentan vier Charaktere, die eher auf den Angriff spezialisiert sind. Was mir persönlich nicht so gerade zusagt. Gut. Erstmal kann man... Oh Gott, erstmal sag ich.